geil. Für den Hack brauche ich nur einen alten Pinsel. Ich habe ja sogar einen. Mega. Ich schätze, so einen alten Pinsel haben wir wohl alle. Ein Pinsel, mit dem wir irgendwas gemacht haben, wir haben ihn vergessen und... Scheiße, er ist hart geworden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe zwar einen Pinsel, aber keinen, der hart geworden ist, weil ich mir angewöhnt habe, die sauber zu machen. Nichtsdestotrotz, dieser Hack muss gecheckt werden. Tut mir leid, Pinsel, wir müssen dich auseinanderbauen. Auch wenn du im Prinzip noch gut bist. Völlig egal, alles für die Wissenschaft. Mein Pinsel ist nicht wirklich geopfert, denn das hier habe ich noch und das funktioniert noch. Wir verarbeiten nur das hier weiter, das heißt, keine Sorge, ich verschwende kein Material. Das Stück hier in den Schrank. Buche. Was soll das sein, werdet ihr euch fragen. Was hat der Family Handyman mal wieder geplant? Ich zeig's euch und ich kann schon sagen, ich bin genauso enttäuscht, wie ich es erwartet hatte. Also rüber in den Maschinenraum. Jetzt werdet ihr vielleicht schon erahnen, was für ein schrecklicher Hack das sein soll. Das hier soll ein Schiebestock werden. Ich kann das schon gar nicht machen, weil meine Absaughaube, die auch als Sicherheitsschutz mir fungiert, mir schon sagt, Digga, das ist eine richtig blöde Idee. Lass das mal bleiben. Die Idee des Family Handymans ist, das Material so zu schieben. Grauenhafte Idee. Gott, mach das nicht. Was für ein Scheiß. Schmeißt euren alten Pinsel lieber weg. Das ist eine grauenhafte Idee. Wenn ich jetzt mein Sägeblatt, so wie hier, richtig einstelle. So, wir haben ja gelernt, dieser leicht gesandstrahlte Bereich, der gibt uns an, wie weit die Zähne überstehen müssen. Dann würde ich in einem theoretischen Falle der Fälle, mal erstmal Notaus an, mein Material so schieben. Sieht das gut aus? Nein, das sieht furchtbar aus. Das ist scheiße, ihr seid viel zu nah am Sägeblatt. Das Ding ist viel zu klein. Das ist ein normaler Schiebestock und das hier ist wieder scheiße, das ist so eine blöde Idee. Das könntet ihr vielleicht nutzen, wenn ihr einen verdeckten Nutschnitt macht, aber auch dann, das ist viel zu klein. Die Maserung läuft in die falsche Richtung. Also das ist wirklich Murks. Wenn ihr einen Schiebestock bauen wollen würdet, dann baut ihn auf jeden Fall anders als diesen hier. Auch die Kraftübertragung ist schlecht, einfach weil wir nach unten drücken müssen und nach vorne. Und wenn wir nach unten drücken, wohin drücken wir, wenn wir die Kontrolle verlieren? Richtig, ins Sägeblatt. Das ist bei so einem ganz kurzen Ding einfach furchtbar dämlich. Ein Schiebestock ist, und das zeigt dieser Schiebestock sehr gut, dafür da, dass man auch mal reinsägt. Wo wollt ihr hier reinsägen? Das Ding ist so kurz, dass ihr direkt in eure Hand reinsägt. Deswegen sind Schiebestöcke in der Regel so gebaut, dass wir sehr weit wegstehen und dass auch zwischen dem Punkt, wo wir sägen und wo unsere Hand ist, sehr viel Platz ist. Und mit dieser Form kann man mit etwas Übung Material wirklich sehr, sehr gekonnt führen. Und im besten Fall nimmt man zwei davon. Zwei von denen bringen genauso wenig wie einer. Die sind nämlich immer noch zu klein und furchtbar. Also, was ist das für ein Hack? Das ist wirklich ein ganz fürchterlicher Hack. Das ist im Prinzip genau der Grund, warum es diese Rubrik gibt. Es gibt ganz viele coole Hacks, die eigentlich sehr sinnvoll erscheinen. Und das könnte einem zu verstehen geben, sowas wie Sachen, die zum Beispiel der Family Handyman, den nehme ich jetzt einfach als Beispiel, öfter postet, das macht Sinn, das funktioniert, der hat das bestimmt geprüft. Das ist richtig, richtig scheiße. Wenn das einer nachmacht, der keine Ahnung hat und sich denkt, ja geil, so kann ich mein Material ja super führen. Nein! So kannst du dein Material nicht führen. Das ist total dämlich. Es ist unsicher, es ist von der Faserrichtung scheiße, das heißt, das Ding wird nicht lange halten. Es ist viel zu klein und ich finde, dass das einfach nur Grütze ist. Gott, wenn ihr euch Schiebestöcke bauen wollt, dann macht das. Es gibt 1 Million Anleitungen.
Es gibt sogar runterladbare Vorlagen, die müsst ihr nur ausdrucken, auf ein Stück Holz kleben, ausschneiden, fertig. Das ist 100-mal besser als so ein Quatsch. Und ich weiß, jeder wird sagen, naja, aber vielleicht ist es ja effizient. Es ist auch nicht effizient. Wenn ihr aus Spargründen so einen Griff weiterverwertet und euch dann die Hand absägt, wo habt ihr dann gespart? Nirgendwo. Ihr kommt nur schneller in die Für-immer-Rente, weil dann ist Arbeiten nämlich vorbei. Und das bedeutet, ihr habt am falschen Ende gespart. Also 6. Komplett durchgefallen. Scheißheck. Sowas Blödes habe ich selten gesehen. Aber ihr wisst jetzt, dass das Grütze ist. Also lasst eure Pinsel heile. Vielleicht zeige ich euch ja mal, wie ihr einen alten Pinsel wieder herrichten könnt. Ich hatte nämlich Kunst-LK. Also macht lieber was Sinnvolles und lasst das auf jeden Fall bleiben. Das war hoffentlich deutlich genug. Aber abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!